Willkommen zur SeaStar Discovery, dem wohl härtesten Model-Contest des Planeten. Semra, Sabrina, Natascha und Elisabeth kämpfen um den Titel des SeaStar Girl 2014. Die SeaStar Discovery ist in den Bergen Nordthailands unterwegs und zu Gast im traumhaften Panviman Chiang Mai Spa Resort. Die Bauart erinnert an ein altes thailändisches Dorf, umgeben von Natur pur und einer ordentlichen Portion Luxus. Unsere vier Finalistinnen sind nach dem Ausfall von Elisabeth nun wieder vollzählig. So, da wir euch jetzt gestern mit der Hochseilaktion noch nicht klein gekriegt haben, ihr habt den Hai überstanden und habt noch andere Aktivitäten, leider Gott alle mitgemacht, haben uns heute was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich freue mich jetzt auch, dass Ellie wieder mit an Bord ist. Dir geht's wieder gut, du bist einsatzfähig, ja? Ja. Schön, dass du dabei bist. Wir sind wieder vom Zeitplan hinterher, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ihr könnt euch auf eine richtig geile Aktion freuen. Und wer es macht, wird hinterher stolz nach Hause kommen. Das klingt vielversprechend. Also wieder mal eine Reise ins Ungewisse. Aber daran haben sich unsere Mädels ja schon gewöhnt. Was hat Martin sich wohl diesmal einfallen lassen? Bis jetzt konnte er die taffen jungen Damen jedenfalls noch nicht bezwingen. Im Cross Center angekommen, lüftet Martin das Geheimnis. Wir werden jetzt heute, nachdem ihr mit dem Hochseilgarten irgendwo ja doch alle mitgespielt habt und das Ganze geklappt hat, eine Runde Bungee-Jumping. Ach, geil! Ja. Und wollen mal schauen, was eure Höhenangst macht, ob die Therapie gestern geholfen hat und ob wirklich alles weg ist, Sabrina. Ja, cool. Beim Anblick der Schnappschüsse sind die Mädels dann irgendwie doch nicht mehr so cool. Wie viele Meter sind denn das, weißt du was? Natascha, was los? Martin, du gehst als Erstes. Wow. Ich würde ja gerne, aber ich muss ja filmen. Also wenn das die Kinder hinkriegen, dann kriegen wir das auch hin. Wir müssen die irgendwie klein kriegen, die Mädels. Und wir haben die letzten Sachen, es waren wirklich harte Sachen dabei gewesen, wo normal denkende Menschen sagen würden, also nee, das ist mir doch eine Nummer zu hart. Und das ist, kann nicht wahr sein. Die pushen sich dermaßen gegenseitig hoch und keine will irgendwie zurückstehen. Das kann nicht sein. Und jetzt, ich denke mal, beim Bungee-Jumping ist ja nur wirklich eine Sache, wo man sagt, das ist echt nicht jedermanns Sache. Und wenn ich da noch Höhenangst habe und da runter gucke, die sagen, die wollen es machen, die sollen erstmal da oben stehen und dann kann es eigentlich nicht sein, dass alle Feder springen werden. Also ich bin echt gespannt. 50 Meter Höhe sehen schon ziemlich beeindruckend aus, selbst von unten. Ich glaube, das Schlimme wird sein, wenn man da steht und es heißt, so jetzt springen. Da muss man sich überwinden. Aber ich habe Bock drauf. Also auf jeden Fall Vollgas, weil ich auch krank war. Und ich möchte trotzdem noch gewinnen können. Also Mädels, wer geht als Erstes? Meintest du? Also, ich prüfe das Ding. Ja, teste mal, ob es klappt und nicht kaputt ist. Ja, teste mal. Ansonsten, wer will als Zweites? Ihr wart doch eben noch voll optimistisch. Ja. Also ich werde da auf jeden Fall hochfahren. Das ist Einbahnstraße. Martin versteht es einfach, die Nerven der Mädels auf die Probe zu stellen. Ich glaube, so ein bisschen Angst habe ich schon. Aber ich mache das jetzt. Und ich möchte SeaStar Girl werden. Es kann ja sein, dass später mal wirklich einer schwankenden Brücke oder irgendwo was gemacht werden soll, wo man als Model auch sagt, Mensch, habe ich ein bisschen Muffe, aber trotzdem auf den Fotos sollen die ja top aussehen. Von daher, wer jetzt die Panik und die Angst in den Augen hat, ist natürlich nicht so schön, sondern man soll jetzt natürlich ein bisschen relaxed und entspannt eben aussehen. Also eigentlich gibt es die T-Shirts erst nach dem Sprung als Beweis, dass ihr es geschafft habt. Also enttäuscht mich jetzt nicht. So, seht mal hier. Auf die Plätze und Augen auf. Siegesbewusstes Lächeln. Na, so sehen aber keine Sieger aus. Semra begibt sich zur Vorbereitung. Dort wird zunächst ihr Gewicht bestimmt. Das ist später wichtig für die richtige Wahl des Bungee-Seils. Alright, so. And then just take a seat here. Dann bekommt sie Bandagen, um Verletzungen zu verhindern. Das sollen ja schon so viele gemacht haben und es ist noch nie was passiert. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das erste Mal sein wird, dass was passiert. Die letzten Meter zur fahrbaren Plattform geht es nur noch hüpfenderweise. Gar kein Problem für die 20-Jährige. Okay, check. 55 Kilo, jump on the green bungee, collision 36. Check. Gerade ist die Angst schon ziemlich groß. Ich kann es gar nicht so ausdrücken. Hatte ich noch nie. Ja, nein, mehr. 50 Meter geht es nun die Stahlkonstruktion hinauf, welche speziell für das Bungee-Jumping konzipiert wurde. Oh mein Gott!
Das ist schon ein härtester Model-Contest der Welt, aber es ist wirklich... Ja, ich sag ja, Respekt. Aber wenn du bedenkst, dass wir die Sachen, die sie letztes Jahr im Finale gemacht haben, in Ägypten gemacht hat, ja, haben... Und jetzt haben wir das Finale ganz anders. Aber kommen, wir können danach so stolz auf uns sein. Ja, auf da kann Fall. Egal was kommen. Warte, wir gucken mal. Ey, Scheiße. Ich habe aber schon sehr, sehr große Angst davor. Ich gucke jetzt einmal nicht runter und hoffe, dass es auch nicht so auszusehen passiert, dass ich doch runter gucke. Das ist schwer. Oh Mann. Oh Mann. Nothing, nothing, really nothing. Okay, ich will. Look straight ahead and you're a bitch. All right. Just time, yes. Geschmissen, hast du, der hat die runtergeschmissen. Super! Yes! Ich sag auch, der soll mich runterschmissen. Ja, okay, ich will jetzt nicht sagen, er soll das 14 werden. Yeah! Ich bin so erleichtert und froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich bin auch richtig stolz, weil ich hatte wirklich mega Angst. Ich hatte... Als Belohnung gibt es eine Urkunde, mit der Semra jetzt zu Recht bei ihren Freunden angeben kann. Wer jetzt richtig professionelles Model werden will, der kann ja auch nicht sagen, mir ist zu kalt, mir ist zu warm, das ist zu hoch oder so. Das heißt, da sind haufenweise hochbezahlte Leute, die wollen eben ihr Foto machen. Und von daher, wenn es heißt, wir wollen jetzt ein cooles Bungee-Jumping-Foto für einen Prospekt machen und die haben sich dafür beworben, dann können sie nicht da oben anfangen rumzuzicken und so. Dann muss man natürlich auch sagen, gut, jetzt springe ich und versuche dabei gut auszusehen. Elisabeth möchte nicht lange fackeln und macht das auch der Crew klar. Don't think, just push me! Sofort! Das ist die richtige Einstellung. Aber hat sie denn gar keine Angst vor der Höhe? Also ich probiere jetzt einfach wirklich nicht dran zu denken, weil ich mache mir unnötigen Stress, aber mein Herz macht trotzdem so. Oh mein Gott. Hello. No, I don't make it. Don't look. No. Don't worry. No, please. Hello. I can't. It's Naomi. I can't. Die junge Hannoveranerin kämpft mit ihren Nerven. Auf, Elisabeth, du packst! Elisabeth schafft es nicht aus eigener Kraft. Aber Sprung ist Sprung. Ich habe die Augen die ganze Zeit zugehabt und habe nur gemerkt, dass ich schneller und schneller werde und mein ganzer Körper sich verkrampft und ich, als würde ich zusammengepresst werden und oh Gott, das war... Ich glaube gar nicht, dass ich das gerade gemacht habe, oh Gott. Also ich mach's nie wieder, aber es war der Hammer. Nun wird es eng für die letzten beiden. Natascha wird es als Nächste versuchen. Ich springe los, ey. Es ist natürlich jetzt schwieriger, weil es zwei schon geschafft haben. Und ich weiß, ich muss es auch schaffen. Und ich habe voll Angst gerade und es wird gerade immer schlimmer. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Oh, fuck. Okay, you can do it by yourself? I don't know. You don't know. Okay. Oh God. Okay. Bungee! Die fliegende Nürnbergerin ist scheinbar nicht nur für jeden Spaß zu haben, sondern auch für jede Mutprobe. Also mein Kampfgeist ist auf jeden Fall gestiegen, weil sonst wäre ich, glaube ich, da nicht runtergesprungen. Das hätte ich, glaube ich, nie im Leben gemacht. Vor allen Dingen, wenn der, ich meine, du hast vorher eine große Klappe und sagst, ach komm, ja klar, das mache ich schon. Und dann stehst du da oben und hast richtig Angst, aber du weißt, alle sind gesprungen, du musst da auch runter. Und genau das dürfte gerade in Sabrinas Kopf vorgehen. Leave your brain down here. Not think anything. Der hat gleich lachen, ne? Einfach relaxen, denken, du bist ein Vogel. Ja, du schaffst es. Ich glaub an mich. Ich auch. Ja, ich glaub an dich. Ja.
Wieder mal muss die Frankfurterin ihre Höhenangst überwinden. Sowas machen wir doch nicht im normalen Leben. Deswegen, ich mache das nur für hier und für das, für den Traum. Augen geradeaus und jetzt einfach nicht nach unten schauen. Diese vier taffen Mädels sind einfach nicht klein zu kriegen. Alle haben die Mutprobe bestanden. Unser Fazit? Schwächeln ja, aber aufgeben? Fehlanzeige. Jeder, der vorm Fernseher sitzt und hinterher sagt, ja, Bungee-Jumping habe ich auch im Urlaub gemacht, der muss sich im Klaren sein, er hat es freiwillig gemacht. Die Mädels würden normalerweise nicht mal für Geld springen, stehen aber jetzt vor der Kamera und es heißt, komm Mädels, springt mal, wir wollen mal gucken, was ihr drauf habt. Da kommt keiner an und sagt, also ich gebe mir die Blöße und ziehe den Schwanz ein. Sehen Sie in der nächsten Folge. Die Finalistinnen müssen ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Nein, warte, das ist bei mir. Ach, das sind deine Zwiebeln. Das müssen ja deine Zwiebeln sein. Oh weia. Ob diese kulinarischen Überraschungen den Chefkoch des Panvi Mountain Spa Resorts überzeugen können?